Let's talk. Moin moin, eine neue Folge Let's Talk. Wir haben das schöne Wetter genutzt, sind wieder in unseren Garten gewandert und haben einen ganz interessanten Gast. Und den werden wir auch noch bestimmt öfter vor die Kamera locken können. Es ist eine, naja, so ein bisschen um ein paar Häuserecken, eine Dorfgemeinschaft, würde ich mal sagen. Wir kommen aus dem gleichen Ort und man spricht und hört sich und man hat Hunde und dann spricht man sich noch mehr. Erstmal herzlich willkommen, Wiebke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hierher zu kommen. Stell dich doch mal kurz unserem Publikum vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin Wiebke. Leben wir fast in der Nachbarschaft. Ja. Also Dorf. So groß ist unser Dorf ja nicht. Sehr erst langgezogen. Wir kennen uns über die Hunde, weil ich immer an dir vorbeilaufe jeden Morgen. Und jetzt haben wir uns tatsächlich mal auch immer unterhalten, wie das immer so ist. Ich verarbeite eigentlich mehr hobbymäßig Schafwolle, bin aber gelernte Krankenschwester. Und warst auch noch Imkerin. Das genau, ist auch ein ganz Imkerin besonderes auch. Thema. Ja. Damit locken wir dich auch irgendwann nochmal mit Sicherheit vor die Kamera, weil das ist auch ein Thema für sich. Darum soll es aber gar nicht gehen. Nein. Wir hatten ja nur in der Vergangenheit, es ist glaube ich 3 Wochen her, die Flutkatastrophe. Fünf schon. Fünf Wochen sind es jetzt. Ja. Die Zeit, die fließt aber auch. 5 Wochen her, die Flutkatastrophe in Ahrweiler, Erftstadt und Co. Und du hattest die Muße, die Zeit, die absoluten den Drang, da runterzufahren und zu helfen. Wie kam es dazu? Also ich habe die Bilder gesehen, wie viele andere auch. Bin ausgebildete Krankenschwester, habe früher an der Berufsfachschule für Rettungswesen auch gearbeitet. Und ich habe das im ersten Moment, wie viele hier in Norddeutschland, auch gar nicht so realisiert, was da eigentlich wirklich passiert ist. Und dann kam diese Meldung über ein Behindertenheim, wo 14 Behinderte ertrunken sind. Das hat mich sehr getroffen, weil ich vorher in einem Altenheim als Corona-Testerin gearbeitet habe, jetzt während der Corona-Zeit. Und es hat mich unheimlich beschäftigt. Ich habe dann viele andere Sachen gemacht, aber ich merkte, dass ich immer mit meinen Gedanken immer wieder da unten im Ahrtal war und habe gesagt, eigentlich kann es nicht sein, dass du als Fachkraft mit so viel Ambulanz, also ich habe früher in der Ambulanz gearbeitet, nicht da gebraucht wirst. Ich habe dann alle offiziellen Stellen angeschrieben und selbst 2-3 Tage oder eine Woche nach der Flut hieß es ja immer, wir brauchen keine Hilfe. Das wundert mich gerade. Ja, das hat mich dann auch gewundert. Ich habe dann über einen Landwirt, den Markus Wipperfürth, immer die Videos auch nochmal mir angeguckt, habe auch mit dem Christian Lohmeier nochmal geschrieben. Ja, und dann habe ich mich entschieden, ich baue mein Auto so um, dass ich autark stehen kann. Und du hattest ja wirklich alles dabei, ne? Ja. War dein Hund mit? Nein, Hunde durften nicht mit ins Katastrophengebiet und das wäre auch vollkommen unsinnig gewesen, Kinder und Hunde damit runterzunehmen, muss man ganz klar sagen. Ja, gut. Ja. Also du bist dann in Form der Krankenschwester darunter und du bist aber hier auch durchs Dorf in die Apotheken zu Ärzten und was auch immer gelaufen und hast dir erstmal das Material dafür besorgt, richtig? Ja, genau. Also ich bin zu meinem ehemaligen Chef vom ASB Hamburg gegangen, der hat ein bisschen was gespendet. Ich wusste so ungefähr, so habe ich es mir vorgestellt, es geht jetzt nicht um große medizinische Versorgung, sondern hauptsächlich um Schürfwunden in diesem ganzen Dreck, der da war. Ne? So, und deswegen habe ich versucht, für kleine Wundverbände, für Desinfektionen solche Sachen zu kriegen. Ja, und habe dann in dem Altenheim, in dem ich vorher gearbeitet habe, angefragt. Und die haben was gespendet über Apotheken wieder in Buxtehude. Und es gibt natürlich ganz viele, die Kleinigkeiten. Ich habe ja nur ein kleines Auto, ne? So, aber die Kirchener Apotheke war sehr, sehr lieb, hat genau mitgedacht, was könntest du brauchen, in welchen Größen. Aus Otterndorf, die Familie Schröder, das Taxiunternehmen Schröder hat mich sehr stark unterstützt. Aber auch viele andere, die haben nur 2-3 Eimer gespendet oder Kleinigkeiten. Genau. Aber es ist ja, du bist dann da dort angekommen. Wie ist es dann weitergegangen? Du hast das Auto voll mit Kleinigkeiten wie Verbandsmaterial, Pflaster, Scheren, was auch immer eben dort vonnöten ist, Handschuhe. Und dann kommt man da unten in die Katastrophe. Wie war dein erster Eindruck? Also das Ahrtal war zu dem Zeitpunkt für freiwillige Helfer gesperrt, was ich auch eingesehen habe. Und ich wollte auch niemanden behindern. Und ich habe aber einen Aufruf gesehen, dass die Stadt Sinzig bei Remagen Helfer sucht. Also der Sinzig war noch offen.
Und dann habe ich mich einfach auf den Weg gemacht und bin dann bei der Feuerwehr Remagen gelandet. Das war einfach ein Zufall. Und die haben dich dann richtig eingeplant in ihr Team? Nein. Auch nicht? Auch nicht. Gegenüber der Feuerwehr gab es große Gewächshäuser, die hat ein Privatmann zur Verfügung gestellt. Und da gab es ein sogenanntes Logistikzentrum oder Versorgerzentrum. Unglaublich, also es war wirklich, wer die Metro oder sowas kennt, ja, unglaublich. Also Regale voll mit Hilfsmitteln, alles sortiert, wo ich gedacht habe, oh Gott, was wollt ihr damit? Das ist ja Wahnsinn. Ja, und habe da dann wieder jemanden kennengelernt. Es geht immer nur so über Beziehung, jemanden kennengelernt, der nach Sinzig in das Katastrophengebiet reingefahren ist. Und habe dann meine Tasche gepackt mit Verbandsmaterial und bin von Haus zu Haus gegangen. Und habe gefragt, habt ihr irgendwelche Verletzungen? Und die Antwort war immer, nein, haben wir nicht. Ja, aber du hast ein Pflaster um. Ach ja, ich habe ein Pflaster. Wie lange hast du das Pflaster schon um? Ja, eine Woche. Also es war wirklich so, dass die Leute... Das war nicht mehr Priorität 1. Nein, die sind so hochgradig traumatisiert gewesen, dass sie nur versucht haben, noch das zu retten, was ja eigentlich nicht mehr rettbar war. Also es war alles überflutet. Also nicht nur, sag mal... bis zur Hälfte, ne, sondern wirklich bis im zweiten Obergeschoss. Und, kann man sich eigentlich ja nicht vorstellen. Nein, ne? Kann man sich nicht vorstellen. Also du bist wirklich von Haustür zu Haustür, wenn es denn noch eine gab. Ja, ja, die Haustür gab es nicht, aber es gab immer noch Menschen da. Ne? Ja, die aufgeräumt haben, ja, richtig? Ja. Und warst du dann nur in dem Bereich Sinzig oder bist du dann auch noch weiter? Also ich bin dann noch weitergefahren mit einer... Kollegin, die eben auch da in dem Versorgungszentrum war. Ich hatte auch von der Stadt Remagen eine Einfuhr, also Einfuhr heißt das gar nicht, aber eine Einreise, Erlaubnis. Ja, eine Erlaubnis, dass ich da reinfahren durfte. Ich hatte so ein offizielles Schreiben. Bin dann nach Ahrweiler gefahren und da habe ich eigentlich eine sehr hervorragende Situation, was die medizinische Versorgung angibt. Also gab es auch wirklich Leute, die das Gleiche gemacht haben wie ich. Rettungssanitäter, die mit Rucksäcken rumgelaufen sind und dann hieß es, diese Station, die ich da besucht habe, es wären alles Querdenker. Ich kann das nicht beurteilen, ich bin da nur einmal kurz drin gewesen und die haben eine Räumungsklage gekriegt. Mhm. Wobei danach eigentlich nichts mehr stattfand. Aber das, was ich in Sinzig gemacht habe, war ja nicht nur medizinische Versorgung, sondern Prävention. Den Leuten war nicht bewusst, wie giftig und gefährlich dieser Schlamm der sein kann. Ja, ja, ich meine, der war ja auch komplett kontaminiert. Tankstellen, Heizöltanks, was auch immer da. Die Kläranlage in Sinzig funktioniert bis heute noch nicht. Oh. So, das heißt, dass alle Fäkalien, die rausgehen, ja ungeklärt jetzt wieder in die Ahr fließen. Das ist, Sinzig liegt so ein bisschen am Mündungsgebiet zum Rhein hin. Mhm. Und das ist den Leuten absolut nicht bewusst gewesen. Das heißt, dass ich also auch eine Prävention gemacht habe. Und was die Leute überhaupt nicht wussten, ist, dass es dieses riesige Versorgungslager gab. Das haben die nicht gewusst. Das ist ein paar Kilometer, ich weiß gar nicht, wie weit das ist, vielleicht 3-4 Kilometer entfernt. Das da gab es alles, ne? Da wie so ein alles. Riesen Supermarkt. Ja. Also von Hygieneartikeln über Klamotten, alles. Über... Babywindeln, sämtliche Größen und alles nach Größe sortiert. Also das, was die freiwilligen Helferinnen, oft Helferinnen, da in Vorarbeit schon geleistet hat, unglaublich. Wie viel wart ihr da? Oh, ich weiß jetzt nicht im Hintergrund, wie viele da gewesen sind. Welchen aber ich schätze Eindruck so, hattest du? Also es sind ungefähr 10 bis 15 Helferinnen pro Tag da gewesen. Wobei ich dann... mehr da stationär war, nachdem die Leute gewusst haben, dass es uns gibt, kam ich vom Hof eigentlich nicht runter und habe da dann die Prävention gemacht und auch medizinische Versorgung ein bisschen und ja, all solche Geschichten eben. Wenn du da jetzt, du bist ja nun wieder hier, wie lange warst du insgesamt da und hast geholfen? 12 Tage. 12 Tage. Was ist der Eindruck, den du da gewinnen konntest in der Zeit? War das ein gutes Netzwerk oder sagst du, nee, ich habe da sogar ganz gewaltige Kritik? Also ich habe ganz gewaltige Kritik, muss ich wirklich sagen. Mir sind am zweiten Tag, obwohl ich genug Pflastermaterial mit hatte, ist mir das Pflaster schon ausgegangen und auch ein Wunddesinfektionsmittel, also nicht Haut, sondern Wunddesinfektionsmittel, Octinisette. Ich habe dann beim Deutschen Roten Kreuz nachgefragt. Die hatten eine riesige Station in einem Schulgebäude. Und da hieß es, ich hätte keinen offiziellen Auftrag, sie würden mir nichts geben. Sie haben mir dann Kinderpflaster gegeben. Das sind die man bei Butnikowski kaufen kann. So bunte mit Schmetterlingen drauf. Das hat mich sehr geärgert. Und was mich auch sehr geärgert hat, ist, dass viele, das sind ja auch Ehrenamtliche, viele Organisationen haben irgendwo Zelte aufgebaut und haben in ihrem Zelt gesessen und darauf gewartet, dass die Leute kommen. Aber diese Leute waren so hochgradig traumatisiert,
dass die nicht von alleine tätig werden konnten. Du musst dahin gehen. Ja. So, und diese Strukturen, auch was oben vom Nürburgring passiert ist, Thea Wähler, die eine Woche lang ihr Auto von rechts nach links nur gefahren haben, dann von uns mal einen Auftrag kriegt, ein Wasser, es gibt kein Wasser, auch zum Teil immer noch nicht, zu fahren, die gesagt hat, oh, wie schön, dass wir endlich mal wieder rausgehen dürfen. Mhm. So, und Thea Wähler aus Schleswig-Holstein, die ich da kennengelernt habe, die mit Spezialkräfte, auch mit Leichenspürhunden, die vom Nürburgring angefordert worden sind, ja, und dann sich selber einen Platz suchen mussten, weil der Nürburgring sie nicht eingesetzt hat. Sie hätten also die 700 Kilometer oder 600 Kilometer wieder nach Hause fahren können. Und das ist das, was die Einsatzkräfte wirklich frustriert hat, dass sie nicht zum Einsatz gekommen sind, ja, oder Kompetenzrangeleien ohne Ende. Also das ist diese Prävention, die ich gemacht habe, die ist von der Stadt, sind sie, glaube ich, dann nachher erst nach 3 Wochen, mhm, ne, hat die erst wieder stattgefunden. Von Ort zu gehen und zu sagen, was braucht ihr eigentlich? Aber jetzt läuft das, hast du noch Kontakt darunter? Ich habe noch Kontakt. Das Lager wird jetzt aufgelöst, wie ganz viele andere Lager auch. Das sind Privatpersonen, die ihre Hallen zur Verfügung gestellt haben und jetzt einfach weiterarbeiten müssen. Aber die Stadt, also wir haben jetzt noch eine kleinere Halle, die lief schon immer nebenbei, habe ich jetzt gestern Abend gerade nochmal erfahren. Aber die große Halle ist verschwunden. Also die ist jetzt seit gestern aufgelöst. Und was mich immer so ein bisschen ärgert, wir waren eine Anlaufstelle. Das heißt, die seelsorgerische Tätigkeiten, die wir gemacht haben. Unter anderem sehr wichtig. Ja. Ich meine, die Leute haben wirklich tatsächlich zum größten Teil alles verloren. Also diese Traumatisierung der Menschen, das war etwas, was ich auch für mich selber ein bisschen unterschätzt hatte. Also wie schlecht den Leuten das wirklich geht. Also man, natürlich nimmt man das mit? Nein, es gibt eine Sache, die ich gerne noch erwähnen möchte, was mich mitnimmt und wo ich auch wirklich geweint habe. Es gab so eine 10-minütige Schweigeminute, Gedenkzeit. Ja. Da saß ich mit den Feuerwehrmännern aus Rehmagen zusammen. Das waren diejenigen, die zuerst vor Ort waren. Mhm. Und das, was die Männer erzählt haben und diese Wut, die die Männer in sich getragen haben, das hat mich wirklich zum Weinen gebracht. Und das, was diese Männer da geleistet haben, nicht nur die, also alle freiwilligen Feuerwehren, die vor Ort waren. Sie haben ja alles zusammengezogen tatsächlich. Nein, ne? Das war ja in der Nacht. Ach, in der Nacht noch. So, das okay, waren diejenigen, okay, die eben, ich bin seltsamerweise in diesem Gebiet gelandet, wo eben auch dieses Lebenshilfehaus mit den behinderten Ertrunkenen. Ja. So, was die Männer in der Nacht erzählt haben, das war, das habe ich mit nach Hause genommen und das bleibt auch. Vieles andere, was bleibt, ist die Wut. Die Wut auf die Verantwortlichen, nicht für das Überflutung, aber für die Toten und für den Verlust von Gegenständen, die man nicht wiederbekommen kann. Nee, die Sachverständigen der Versicherung streiten sich noch. Es ist nach wie vor keine Lösung in Sicht. Ich habe Verwandte da unten, bin mit denen in Kontakt. Die haben auch alles verloren und warten jetzt auf Gutachter, dass sie endlich wieder aufbauen können. Weil es ist einfach noch nicht geklärt. Also das sind noch ganz viele Dinge, die da noch im Argen liegen. Und jetzt einfach auch schon nach 5 Wochen. Also ich bin gerade erschüttert, dass es schon 5 Wochen her ist. Oder sind es doch erst 4 Wochen. Ich weiß das jetzt gar nicht. Aber es ist 15, ich weiß gar nicht genau, aber ist egal. Nee, ist egal. Aber nein, ist egal. Es ist einfach schon ewig her und die kommen auch nicht weiter. Es stagniert. Es wird sich gestritten um Geld. Was ja, nicht nur Geld. Also es ist in Bad Neuenahr und auch in Ahrweiler. Ich war selber in Ahrweiler, habe dann da wieder einen Unfall mitgemacht. Man muss sich vorstellen, dieser Schlamm, du kannst in dem Schlamm auch wirklich mit festem Schuhwerk oder mit dicken Gummi, guten Gummistiefeln nicht laufen. Du hast das Gefühl, du gehst auf Seife, dann ist ein alter Mann hingefallen, eine schwere Kopfplatzwunde. Ich fürchte, dass gerade die älteren Leute, da waren freiwillige Helfer, aber dass die vergessen werden. Und ich habe jetzt gestern Abend mit einer Kollegin gesprochen, die dasselbe macht wie ich, immer noch von Haus zu Haus, allerdings in Ahrweiler geht und immer wieder ältere Leute finden, die in ihren verschimmelten Wohnungen ohne Wasser, ohne Strom da sitzen. Ausharren. Ja. Und warten, was eigentlich jemand kommt und vielleicht doch aber mal auch Angst hilft. Haben, natürlich. Ne? So, oder Leute, die nachts um die Versorgungsstationen schleichen. Habt ihr eigentlich mal was zu essen für mich? Unsere Zeit ist leider um. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick mal von der Seite, was da alles so vonstatten gegangen ist und dass auch das Kleine manchmal sehr hilfreich sein kann. Und ich wünsche euch im nachfolgenden Programm noch viel Spaß. Bleibt neugierig und wir sehen uns auf alle Fälle mit ihr wieder vor der Kamera.
Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.